Die Serie der schweren Unfälle auf der A1 hat sich in der Nacht fortgesetzt. Kurz vor der Ausfahrt Rheinfeld sind ein Fiat Ducato und ein Mercedes SLK zusammengeprallt. Nach Polizeiangaben fuhr ein 45 Jahre alter Mann aus Lübeck mit einem Mercedes SLK auf dem rechten Fahrstreifen, als sich von hinten auf dem mittleren Fahrstreifen ein 35-Jähriger aus Bayern mit einem Fiat Ducato näherte. Möglicherweise aufgrund von Übermüdung geriet der Transporterfahrer auf dem rechten Fahrstreifen und prallte vermutlich ungebremst in das Heck des Mercedes hinein. Der Mercedes wurde hierdurch gegen die rechte Außenschutzplanke geschleudert und im hinteren Bereich zerstört. Der Transporter prallte gegen die Mittelschutzplanke und überschlug sich mehrfach. Durch den Unfall wurde der 49-jährige Beifahrer aus Lübeck so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des SLK kam mit lebensgefährlichen und der Fahrer des Ducato mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständiger der DEKRA angefordert und beide Fahrzeuge sichergestellt. Die Autobahn war für mehrere Stunden lang voll gesperrt.